Ja, es könnte schief gehen. Jeder Entscheid, den man fällt, hat Konsequenzen schlussendlich. Nicht nur auf mich selber, sondern auch auf meine Mitmenschen, mein Umfeld. Prendre ses responsabilités, ça demande beaucoup de courage. Weil man vielleicht Schiss hat, dass man es nicht herbringt. Jeder Mensch macht mal Fehler. Ob wir es wollen oder nicht. Ohne Fehler lernt man ja nicht. Ça, c'est aussi être responsable. Faire des erreurs, les accepter et puis continuer. La Poste, elle est parfois un peu discrète sur ce qu'elle fait pour la planète, pour son quotidien. Die Post redet nicht darüber, die Post handelt. C'est pas seulement au niveau de la planète, l'écologie, c'est tout. Dienstleistungen, die Produkte, aber auch wie sie beschafft werden, Prozesse stattfinden, den Menschen das Gegenüber versucht zu verstehen. Das ist es zusammen. Dass wir alle am gleichen Strang ziehen. Dieselbe Vision teilen, gegenseitig kann Sachen zu ihr spielen. Creare un ambiente più positivo per tutti. Wenn man so den ganzen Rückhalt auch spürt vom Team und von den Vorgesetzten. Ja. Verantwortung übernehmen heisst für mich ungemütliche Fragen stellen. Kann ein Logistikunternehmen wirklich nachhaltig sein? Was ist mein Beitrag zur Gesellschaft? Was richtet es wirklich an? Verantwortung ist für mich lustvoll. Fahrt am Morgen früh an und geht bis am Abend. Es dient vielleicht nach etwas sehr Grossem. Mais sans les petits pas, on ferait rien. Ich glaube, Verantwortung hat ja verschiedene Facetten. Dass es häufig nicht schwarz-weiß ist. Es fängt dort an, dass man nicht wegschaut. Also die Verantwortung selber auch übernehmen. Prendre le vélo. Sachen wiederverwenden. Weniger konsumieren. Es geht darum, Mustern zu brechen. Wenn man einen Weg finden will, findet man einen Weg. Und vielleicht auch mal ein bisschen aus dieser Komfortzone rauskommen. Etwas wagen und mutig sein. Und nicht nur, weil der jemand recht muss auf die Finger holen, sondern weil es irgendwann aus richtig empfindest. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça du jour au lendemain, mais c'est vraiment, ça demande énormément d'investissement de la part de chacune et de chacun. Et ça, c'est pas facile, c'est pas évident de le faire. Das sind nicht nur die Mitarbeitenden, sondern 40'000 Familien, die vielleicht plötzlich auch sich anders verhalten. Dann haben wir einen riesen Impact. Wenn man wie eine Massenbewegung oder eine Lawine in eine Richtung kann auslösen. Und da bei der Post spüre ich natürlich den Einfluss auf die gesamte Volkswirtschaft. Nachhaltigkeit ist nicht ein technologisches Thema, es ist ein Mindset. Une habitude, une nouvelle manière de faire, une nouvelle manière de voir les choses. Eine neue, nachhaltige Wirtschaft aufzubauen. À la Poste, on peut vraiment faire bouger les choses et on peut vraiment avoir un impact.